Salut, Dubois. Salut, meine ich mit dir? Bist vorbei. Und jetzt? Jetzt komme ich mit dir. Ich habe dich auf dem Büro gesagt, ich sei schon lange Mädels in Copilot gewesen. Jetzt können sie es doch gewiss richten, dass ich auch dabei bin, wenn du zum ersten Mal als Kommandant nach New York fliegst. Prima, prima. Ja, du, los aber. In 5 Minuten bin ich parat. Gut. Das ist miteinander. So. 700 mm Fahrten. Aha, das Tiefe ist durch. Ja, schon gestern. Konzentriert. Darum habe ich Ihnen die Route hier ausgerechnet. Achtung bitte, Frau Susanne Haug, Passagierin nach New York, wird gebeten, sich am Abfertigungsschalter Nummer 8 zu melden. Achtung bitte, alle Passagiere mit Swiss Air Kurs 840 nach Genf, Lissabon und New York werden gebeten, sich durch Ausgang Nummer 5 zum Flugzeug zu begeben. Attention please, will all passengers by Swiss Air Flight 840 to Geneva, Lisbon and New York please proceed to the aircraft by gate number 5. Attention s'il vous plaît, tous les passagers du vol 840 par Swiss Air à destination de Genève, Lisbonne et New York, sont priés de se rendre à l'avion par la sortie numéro 5. Achtung bitte, letzter Aufruf für die Passagiere mit Swiss Air Kurs 840 nach Genf, Lissabon und New York. Bitte sofort zum Flugzeug durch Ausgang Nummer 5. Roger, 1031, holding 28. Check your taxi. Check your taxi. Zurich Towers, it's 144, good afternoon, taxi clearance. Call flaps 4 degrees. Bitte hit the zone, all set for takeoff. Takeoff power. Takeoff power. Thank you.
Dame da, die möchte gerne ins Cockpit führen kommen. Was soll ich ihr sagen? Entschuldigung, ich kann nur sagen, ich komme nicht jemanden aus Gwunder. Es handelt sich nämlich um den Wald in meinem Neveu. Gut. Ja, für einen Augenblick haben wir schon Zeit. Eben, gell? Der automatische Pilot ist ja eingeschaltet. Ja, was sehen Sie das? Denk an die Stellung vom Kupplungshebel. Oh, Sie kennen sich meine aus. Ja, da könnte sicher sein. Das links sind eure Gashebel. Mit denen rechts einen tut das Gemisch regulieren. Habe ich recht oder nicht? Ja. Hier ist der Höhenmesser, das der künstliche Horizont und das hier der Radiokompass für Hochfrequenzstationen. So, und das? Das? Ach, das ist Beleuchtung, aber die hat mit dem Fliegen nichts zu tun. Mit der könnten wir nicht verwünschen. Das ist denn genau. Ja, und wer hat Ihnen das alles erzählt? Ja, eben, mein Neffe, der Walti. Ich bin halt ein bisschen auf ihn eingegangen, wisst ihr. Daraufhin hat er all Tag das Zeug mit mir durchgenommen. Er wird nämlich in gleich Beruf wie die Herren. Begeistert dafür hat er. Offenbar. Jetzt hat er gestern eben gemeint, wenn ich recht höflich tue, dann dürfte ich schon geschwind dafür kommen und euch ein paar Sachen fragen. Und damit ich es ja nicht vergessen, hat er mir sogar die Karte mitgegeben. Er muss sie mir da reingeschmuggelt haben, ich habe es nicht einmal gemerkt. Nicht schlecht. Hm. Und jetzt, was wird er gerne wissen? Ganz einfach, wie ein Pilot wird. Hm. In was für eine Schule geht er? In Sekundar. Später wird er an die Oberrealschule oder ins Technikum. Genau, richtig. Vielleicht würde er auch ein oder zwei Semester weiter studieren, aber eben, seine Eltern sind die Türen nicht gerade so fein. Das ist kein Hindernis. Ah, danke. Ja, sehen Sie, Fremdsprache muss er können, hauptsächlich Englisch. Gib du doch ein bisschen Auskunft. Station calling Swiss Air 840, go ahead. Was soll man da sagen? Wenn es dem Bursch wirklich ernst ist, soll er sich einmal melden beim Aero-Club. Was wir ihm können sagen, lässt sich an den Fingern abzählen. Erstens, Modellflug. Je früher, desto besser. Zweitens, schon mit 17 kann er sich melden für die fliegerische Vorschulung zum Motor- oder Segelfliegen. Ein ganz wichtiger Punkt, die Militäraviatik. Das ist die beste Schule, die es gibt. Fragen Sie den Herrn Meder. Vielleicht gefällt es ihm dort so gut, dass er dabei bleibt. Er kann Berufsmilitärpilot werden. Auf jeden Fall nützt es mal enorm, wenn er zur Verkehrsflügerei geht. Wie ich. Thank you.
das klar. Es gibt zwei Wege zum Verkehrspilot. Die militärische Ausbildung und die zivile. In beiden Fällen kommt der Anwärter in die Luftverkehrsschule Kloten. Jetzt weiss ich schon mehr. Wir müssen jetzt leider abbrechen. Da vorne kommen die Wolken. Ja, ja. Man sieht es ja schon im was? Das Wort kenne ich doch. Ja, nun, ich danke noch herzlich. Was der junge Mann so schnell braucht, lässt sich eigentlich zusammenfassen in drei Worte. Oh, Herr Mäder, werden wir das nicht aufschreiben auf die Karte da? Ich schicke sie dann im Wald zurück. Einverstanden, aber später. Ja, wir sehen uns also noch. Was sagst du? So eine Tante wäre mir auch noch recht. Bordradar heisst das. Ich habe ja gewusst, dass ich es gewusst habe.